how God created it by hand, from mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book, just open up and take a look. Die 12 Stämme Israels waren von Moses aus Ägypten geführt worden. Gott hatte ihnen ein Heimatland versprochen, ein Land namens Kanaan. Aber als sie dort eintrafen, fürchteten sich viele Israeliten vor den Armeen Kanaans. Sie vertrauten nicht darauf, dass Gott ihnen helfen würde, ihren Kampf zu gewinnen. Sie wollten zurück nach Ägypten gehen, wo sie Sklaven gewesen waren. Gott entschied, dass sie nicht in das gelobte Land einziehen durften, solange sie ihm nicht vertrauten. Und so ließ er sie 40 Jahre durch die Wüste wandern. Nach 40 Jahren führte Gott die Kinder der 12 Stämme Israels erneut ins gelobte Land. Aber anstatt dass es eine Zeit der Freude war, waren die Israeliten von Traurigkeit erfüllt. Ihr Anführer, Moses, war gestorben. Und sie hatten niemanden, der sie in ihre neue Heimat führen würde. Jungen, benehmt euch anständig. Ihr wisst, heute gedenken wir Moses. Josua, der Moses während der 40 Jahre geholfen hatte, erinnerte sich auf seine eigene, besondere Weise an den großen Anführer. Kommst du mich aufzuheitern, Turnip? Was wird mit unserem Volk geschehen, nun da Moses fort ist? Wer wird uns ins gelobte Land führen? Warum nicht du, Josua? Turnip, du hast gesprochen. Ich bin es, Josua. Gott? Ich habe dich auserwählt, Josua, das Volk der Israeliten ins gelobte Land zu führen. Nein, ich kann nicht. Du hast Moses geholfen. Aber er war ein großer Führer. Ich bin nur ein gewöhnlicher Mann, ein einfacher Diener. Hab keine Angst. Es steckt Größe in jedem Mann, der Hoffnung in sich trägt, Josua. Gott? Wo ist das Land, das du uns versprochen hast? Schau westwärts. Was siehst du? Den Wüstensand und den Fluss Jordan. Und dahinter Gebirgsausläufer und grüne Wälder. Das gelobte Land. Führe dein Volk, Josua. Aber ich bin kein Führer. Ich habe Angst. Ja, du wirst vielen Gefahren gegenüberstehen, aber sei stark. Vergiss nicht, ich werde euch nie verlassen. Weil Josua Gott liebte und seine Gebote befolgte, beschützte Gott ihn. Gottes Gesetze, bekannt als die 10 Gebote, waren auf Steintafeln gemeißelt und befanden sich im Innern der heiligen Bundeslade. Die Strömung ist sehr stark. Die Überquerung wird schwierig. Ah, das ist närrisch.
Josua zu folgen, als wäre er Moses. Kommst du, Aram? Kommt, wir wollen sehen, was geschieht. Wie wär's da drüben, Josua? Ich sehe nach, wie tief es ist. Glaubst du, du kommst hinüber, Kleiner? Komm schon, es ist nur ein bisschen Wasser. Wer seid ihr? Geht fort! Ich bin Josua, Führer der Israeliten. Gott hat uns dieses Land versprochen. Hat er das? Ich bin der König von Jericho und ihr kommt nicht herein. Wir werden von dem reißenden Fluss und dem stärksten Wall der Welt geschützt. Falls ihr diesen Fluss überqueren könnt, seid besser auf einen Kampf vorbereitet. Unser Gott schützt uns, wie er Moses, unseren Anführer, beschützt hat. Ich habe gehört, dass euer Gott das Rote Meer geteilt hat, aber hier hat er keine Macht. Bleibt Jericho fern oder meine Armee wird euch vernichten. Was sollen wir tun, Josua? Vertrauen haben und den Fluss überqueren, wenn Gott es uns sagt. Ihr habt Josua gehört, also erzählen wir es den anderen. Das gibt es doch nicht aus. Ich mache mir Sorgen wegen dieses Königs von Jericho. Er ist wie das Wasser dieses Flusses. Gefährlich. Josua. Ja, Gott? Hab keine Angst vor dem König. Wenn ihr mir vertraut, werde ich euch schützen. Und Josua vertraute auf Gott. Er benannte zwei Männer, die sich nach Jericho einschleichen und ihm von des Königs Armee berichten sollten. Eins, zwei, drei Soldaten. Der dritte ist winzig. Ich zähle ihn nur als halben Soldaten. Aram, wir sind Spione. Das bedeutet, wir müssen leise sein. Leise, ja, richtig. Spion! Oh, König, ich bin nur ein harmloser reisender Kaufmann. Lügner! Du bist ein Fremder in Jericho. Das bedeutet, du bist ein Spion. Hey! Shh. Aber das kann er nicht machen. Noch mehr Spione! Israelische Spione! Ach, verstehst du das unter leise sein? Fangt sie! Haltet die Spione! Fangt die Israeliten! Ja! Da hinten! Schneller! Da sind sie! Sie müssen hier irgendwo sein! Versucht es an der Straße! Gott, helfe uns! Was machen wir jetzt? Psst! Hierher, schnell! Mein Name ist Rahab. Ich helfe euch. Hier entlang. Hier drunter. Schnell. Öffne die Tür. Befehl des Königs. Aus dem Weg. Die israelischen Spione. Habt ihr sie gesehen? Sie waren hier, aber sie liefen auf die Stadttore zu. Wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr sie vielleicht noch. Der König wird sehr ungehalten sein, wenn ihr sie entkommen lasst. Ja!
Rahab sagte den Israeliten, dass sie aus ihren Verstecken kommen konnten. Was du getan hast, war sehr mutig. Warum hast du dein Leben für uns riskiert? Zwei Fremde! Jeder in Jericho weiß, dass die Israeliten in unser Land kommen. Wir haben gehört, dass euer Gott den hohen Himmel beherrscht und die Erde hier unten. Er ist so machtvoll. Er hat für Moses das Rote Meer geteilt. Nun haben unsere Männer Angst, euch zu bekämpfen. Geht, versteckt euch 3 Tage in den Bergen. Dann seid ihr sicher. Gott segne dich, Rahab. Du bist sehr freundlich. Wartet. Ich habe euch Freundlichkeit erwiesen. Wenn euer Volk die Stadt angreift, bitte, verschont meine Familie und mich. Versprochen, Rahab. Lass dieses rote Seil von deinem Fenster hängen. Es wird ein Zeichen sein, dass niemand in diesem Haus verletzt werden darf. Josuas Spione taten, wie Rahab ihnen gesagt hatte. Und nachdem sie sich 3 Tage in den Bergen versteckt hatten, liefen sie zurück zum Lager und erstatteten Bericht. Das hat Rahab uns gesagt, Josua. Alle in Jericho haben Angst vor uns. Wir können den König von Jericho schlagen. Da bin ich nicht so sicher, Aram. Er hat eine Menge Soldaten. Sie sind so klein. Lasst uns zu Gott beten und ihm danken. Er hat getan, was er versprach. Das gelobte Land gehört uns. Am nächsten Tag marschierten die 12 Stämme auf Kanaan zu. Aber wie Gott es Josua gesagt hatte, war es nicht einfach, in ihr Heimatland einzuziehen. Wie sollen wir den Fluss sicher überqueren? Bitte, Gott, gib mir Antwort. Das Wasser ist zu reißend. Wie sollen wir die Kinder und Tiere hinüberbringen? Hab keine Angst. Gott hat mir einen Weg gezeigt. Bringt die Bundeslade her. Josua dirigierte die Priester, die Bundeslade in den Fluss zu lassen und dort zu halten. Die Israeliten waren verwirrt. Was hatte Josua im Sinn? Das kann nicht sicher sein. Josua weiß nicht, was er tut. Erblickt die Macht Gottes. Vor den Augen der Menge geschah ein Wunder. Die Priester stemmten die Bundeslade hoch und Gott hielt das Wasser zu. Damals, als Moses das Rote Meer teilte. Dann ist es wahr. Gott ist mit Josua, so wie er mit Moses war. Ja! Hurra! Ein Hoch auf Josua! Das Vertrauen der Israeliten in Josua wuchs und wuchs. Sie wussten, dass sie nun den Fußstapfen Moses folgten. Josua, wähle 12 Männer, einen aus jedem Stamm. Sag ihnen, sie sollen 12 Steine aus der Mitte des Flusses holen, von dort, wo die Priester standen. Nehmt sie mit und legt sie dort ab, wo ihr heute Nacht ruhen werdet. In der Zukunft werden eure Kinder euch fragen, was die Steine bedeuten. Und ihr werdet ihnen sagen, dass das Wasser stillstand, als die heilige Bundeslade mit Gottes Hilfe den Fluss überquerte. Diese Steine werden die Israeliten immer daran erinnern. Thank you.
Eines Abends ging Josua nahe Jericho spazieren. Ich habe Gottes Anweisungen ohne Frage befolgt. Ich versuche, ein Führer zu sein, aber ich bin kein Soldat. Wie kann ich den König und seine Armee bekämpfen? Josua! Gott? Wie sollen wir den Feind bekämpfen? Ihr werdet weder Schwert noch Rüstung brauchen, Josua. Hab einfach Vertrauen in mich. Um die Armee Jerichos und seinen König zurückzuschlagen, müsst ihr Folgendes tun. Früh am nächsten Morgen ließ Josua die Israeliten eine lange Linie bilden. Vergesst nicht, folgt Gottes Anweisungen. Nicht ein Wort, kein Geräusch von keinem von euch. Zuerst kamen 7 Priester, die Widderhörner bliesen. Dann die Bundeslade. Dann die gerüsteten Männer. Sie marschierten einmal um die große Stadt herum. Das ist kein Kampf! Das ist eine Parade! Nun, ich schätze, wir haben gewonnen. Wann greifen wir die Stadt an, Josua? Das tun wir nicht. Morgen umkreisen wir sie wieder. Was? Schon wieder marschieren? Und genau wie heute muss jeder still sein. Keinerlei Kriegsgeschrei. Die einzigen Geräusche dürfen von den Widderhörnern kommen. Und so marschierten die Israeliten um Jericho herum. Jeden Tag, 6 Tage lang. Und 6 Tage lang geschah nichts. Ihr Israeliten seid Narren! Und der größte Narr ist euer Anführer, Josua! Am Morgen des 7. Tages waren Josuas Leute ruhelos. Josua, du weißt einfach nicht, was du tust. Unser Volk will nicht mehr im Kreis herumgehen. Wir brauchen einen Soldaten als Führer. Ja, lass uns kämpfen. Ihr habt recht. Ich bin kein Soldat. Aber ich habe Vertrauen in Gott. Er hat Moses nicht verlassen und er wird auch uns nicht verlassen, solange wir ihm vertrauen. Dies ist der 7. und letzte Tag. Wer wird mit mir kommen? Ich gehe mit! Wir alle! Sagt allen, wir werden marschieren! Und so marschierten sie. Aber anstatt die Stadt nur einmal zu umkreisen, wie sie es in den letzten 6 Tagen getan hatten, sagte Josua ihnen, Gott wollte, dass sie 7-mal herumgingen. Und beim 7. Mal machten sie etwas ganz anderes. Schreit! Brüllt! Schreit, dass der Himmel euch hören kann! Schreit, dass Gott uns Jericho gegeben hat! Endlich!
endlich! Jericho ist unser! Gott hat uns gelobte Land! Ja! Hurra! Jericho! For 40 years we wandered through the desert sand, hoping we could find God's promised land. And now it's here before us, behind a fortress tall. But it will not be ours until we bring down the walls. Bring down the walls of Jericho. Bring down the walls. Lift your horns and blow. The sound we make is gonna shake this city to the ground. We'll see the promised land when the walls come down. We believe in God, that He is with us here. His power is much greater than that army over there. Our enemies are laughing, but their kingdom soon will fall. When we raise our voices, we will bring down the walls. Bring down the walls of Jericho. Bring down the walls. Lift your horns and blow. The sound we make is gonna shake this city to the ground. We'll see the promised land when the walls come down. So shout out loud, shout out strong. That wall around the city won't keep us out for long. Sing to God, one and all. That land that we were promised is right behind those walls. Bring down the walls. Mit ihren Stimmen, den Widderhörnern und ihrem Vertrauen in Gott eroberten die Israeliten Jericho. Josua, diese Leute haben uns geholfen. Rahab, ihre Mutter und ihr Vater. Du bist eine mutige Frau, Rahab. Gott hat dich und deine Familie beschützt wegen deines Vertrauens und deiner Hilfe an meinen Leuten. Können wir bleiben und euch beitreten, Josua? Nichts würde mich glücklicher machen. Fass mich nicht an, Israelit! Ihr wagt es, mich so zu behandeln? Ich bin der König! Du warst der König. Als ich sagte, Gott hat uns dieses Land versprochen, hast du gelacht und mich einen Narren genannt. Wer ist jetzt der Narr? Ihr könnt doch nicht! Ja! Ja! Hat jemand Tonet gesehen? Für dich. Perfekt. Meine Freunde, unsere Tage der Wanderschaft sind vorbei. Wir sind zu Hause. Nachdem Jericho erobert war, entwickelten die Israeliten sich weiter und weiter und erschlossen immer mehr Land. Ihre Tage der Wanderschaft waren vorbei, dank Josua und den Israeliten, die Gott vertraut hatten. Im Lande Israel gab es einen Propheten namens Jonas. Propheten lehrten die Menschen von Gott und seiner Liebe. Jonas sagte seinen Freunden und Nachbarn, dass Gott alle Menschen liebte. Und wie Gott versuchte Jonas, alle Menschen und Tiere zu lieben. Thank you.
Dein Fisch sieht heute besonders frisch aus, Ophir. Ja, der frischeste, den du bekommen kannst. Oder essen. Du weißt, wie gerne ich Fisch esse, Ophir. Und ich nehme einen Beutel Erdnüsse. Hey, da sehe ich jemand, der ist genauso hungrig wie ich. Hungrig, kleine Taube? Hier, nimm ein paar davon. Wir sind alle Gottes Geschöpfe. Das klingt, als würden sich Leute streiten. Das ist mein Topf! Nein, es ist meiner! Ich habe ihn zuerst gesehen! Nein, das war ich! Ich brauche ihn, um Wasser zu tragen! Ich brauche ihn, um Rosinen zu tragen! Halt! Streit löst keine Probleme. Außerdem wird mir schwindelig. Meine Freunde, bitte! Gott will nicht, dass ihr kämpft. Das verärgert ihn. Nun bekommt keiner von euch den Topf. Ihr habt euch schlecht verhalten, gerade wie die Menschen aus der Stadt Ninive. Wollt ihr Gott Glauben machen, wir verhielten uns wie die Niniviten? Oh nein! Nein, Jonas. Entschuldige, Jonas. Die Niniviten sind die Feinde unseres Volkes. Ich hörte, sie haben ein Boot voller Fische gestohlen. Oh ja, sie sind Diebe. Ja, sie sind sehr schlechte Menschen. Seht ihr, was passiert, wenn ihr streitet? Von nun an werden wir uns wie Israeliten verhalten, nicht wie die schlechten Niniviten. Jonas hat eine wichtige Aufgabe. Er lehrte die Menschen Gottes Willen. Und dann kam der Tag, an dem Gott eine größere Aufgabe für Jonas hatte. Hallo, Jonas. Es ist gut, deine Stimme zu hören. Ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Was ist es? Ich würde alles für dich tun. Es gibt einige Menschen, die meine Gesetze missachten, Jonas. Sieh, was sie tun. Das Volk von Ninive stiehlt. Die sind unfreundlich zueinander. Die Kinder Ninives achten die älteren Menschen nicht. Andere sind faul. Und ihr König gibt vor, die Probleme nicht zu sehen. Er interessiert sich nur fürs Essen und dafür, schicke Kleidung zu tragen. Ja, die Niniviten sind schlecht. Schicke eine Flut oder ein Erdbeben, um sie zu strafen. Nein, sie sind schlecht, weil sie mich nicht kennen. Niemand hat ihnen meine Lehren überbracht. Jonas, deine Aufgabe ist es, nach Ninive zu gehen und dem Volk von mir zu berichten. Ich soll nach Ninive gehen? Ich kann nicht. Bitte gib mir eine andere Aufgabe. Berichte ihnen von meiner Liebe. Aber sie sind die Feinde meiner Nachbarn und Freunde. Du musst gehen, Jonas, jetzt gleich. In 40 Tagen werde ich sie für ihre Schlechtigkeit bestrafen. Aber wenn du sie bestrafen wirst, warum soll ich ihnen dann von dir berichten? Ich verstehe das nicht. Die Niniviten sollten für ihre Schlechtigkeit bestraft werden. Aber was, wenn ich ihnen von Gott berichte und sie sich ändern? Vielleicht wird Gott sie dann verschonen. Ich kann meinen Feinden nicht einfach so helfen. Jonas war so verwirrt, dass er seine Freunde um Rat fragte. Weißt du, das ist komisch. Normalerweise kommen wir mit Fragen zu dir. Diesmal möchte ich wissen, was ihr denkt. Wie kann ich zu den Feinden Israels predigen? Ganz einfach, kannst du nicht. Ophir hat recht, Jonas. Geh nicht zu ihnen. Erzähl ihnen nicht von Gott. Nein, das kannst du echt nicht machen. Jonas. Du
Du hast ein echtes Problem, Jonas. Wenn du nicht zu ihnen sprichst, verärgerst du Gott. Und wenn du zu ihnen sprichst, enttäuschst du deine Freunde. Niemand behauptet, es sei einfach, Prophet zu sein. Warte, ich weiß. Ich verstecke mich einfach vor Gott. Sicher, aber wo versteckt man sich vor Gott? Na, in deinem Laden natürlich. Ich weiß, mein Plan wird funktionieren. Wenn ich mich 40 Tage lang hier verstecke, wird Gott die Niniviten bestrafen und niemand wird böse auf mich sein. Das nennst du ein Versteck? Komm, lass mich dir helfen, Jonas. Ophir, du solltest dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Schau, wenn du dich vor Gott verstecken willst, musst du es richtig machen. Da! Da! Und mein Laden war niemals sauberer. Ophir, hast du Mehl, damit ich Kekse backen kann? Ja, ja, da in dem Korb. Nein! Warte! Nein! Ah! Oh! Jetzt, wo alles sauber ist, lebe wohl, Ophir. Was? Aber Jonas, warum gehst du? Ich bin im Weg. Und in Israel kann ich mich vor Gott nicht verstecken. Hier würde er als erstes nach mir suchen. Und wo willst du hingehen? So weit von Ninive, wie ich nur kann. Ich reise ans andere Ende der Welt, in eine Stadt namens Tarshish. Dort wird Gott mich niemals finden. Du wirst uns fehlen, Jonas. Danke. Ich habe eine sehr einsame Reise vor mir, denn Gott wird nicht bei mir sein. Und so reiste Jonas, so weit er konnte, um vor Gott zu fliehen. Zuerst durchquerte er Wüsten. Dann erklomm er hohe Berge. Und endlich kam er zur Stadt Joppa und fand ein Schiff, das nach Tarshish segeln würde. Hallo, Kapitän, mein Name ist Jonas. Kann ich mit euch vielleicht nach Tarshish segeln? Tut mir leid, Jonas. Dieses Schiff fährt nur mit Ladung und Matrosen. Außerdem bringt es Unglück, einen Fremden mit an Bord zu nehmen, weißt du? Die Matrosen dieses Schiffes waren keine Israeliten. Sie glaubten an viele verschiedene Götter. Ahoi, Freund! Hilf mir mit der Statue! Sicher! Warum nicht? Bitte, Kapitän, ich muss mit euch fortsegeln. Warum? Weil ich mich verstecken muss vor Gott. Wieso denn? Er hat mir einen Auftrag gegeben, den ich nicht ausführen kann. Ich muss mich verstecken, damit er mich nicht findet. Oh, habt ihr das gesehen? Eine Taube, sie flog direkt zu Jonas. Eine Taube ist ein gutes Zeichen, Kapitän, für großes Glück. Mit Jonas an Bord werden wir eine sichere Überfahrt haben. Sie haben recht. Willkommen an Bord, Jonas. Und so segelte Jonas auf das weite Meer hinaus in Richtung Tarshish. Jonas sah, dass die Seeleute nicht zu Gott beteten. Sie verehrten Statuen aus Stein. Verzeihung, was tut ihr da? Wir füttern den Gott des Wassers. Wenn sein Magen voll ist, bringt er die See zur Ruhe. Aber das ist kein Gott, das ist doch nur ein Stein. Mein Gott ist der Echte. Er hat das Meer geschaffen, die Menschen, den Himmel, die Tiere, einfach alles. Ein Gott soll all das geschaffen haben? Das glaube ich kaum, Jonas. Schau, das ist der Gott der Sonne. Das ist der Gott des Windes.
Und das ist der Gott der Reichtümer. Bei so vielen Dingen auf der Welt braucht man eine Menge Götter. Ja, ein Gott allein kann nicht über alles herrschen. Doch, Gott tut das. Er ist der eine und einzige Gott. Nun, wenn er so wunderbar ist, warum läufst du dann vor ihm davon? Er will, dass ich nach Ninive gehe und von ihm berichte. Aber sie sind Feinde meines Volkes und ohne sie wären wir wirklich besser dran. Oh nein! Kapitän, ich habe noch nie so einen Sturm gesehen! Ich auch nicht! Wir stecken in Schwierigkeiten! Jetzt sind wir sicher. Oh! Nein! Nichts kann unser Schiff retten! Wartet! Was ist mit den Göttern? Schnell! Betet alle zu den Göttern! Die Seeleute beteten zu ihren Göttern, aber der Sturm schwoll weiter an. Jemand hat unserem Schiff Unglück gebracht! Sehr großes Unglück! Wir müssen herausfinden, wer! Lasst uns Hölzer werfen! Dann erfahren wir, wer den Sturm gebracht hat! Der Kapitän und seine Mannschaft dachten in ihrem Aberglauben, dass Holz- und Knochenstöckchen zeigen würden, wer dem Schiff Unglück gebracht hatte. Da! Der Pfeil zeigt auf den Mann, der uns Unglück gebracht hat! Es ist Jonas! Wo kommst du her und welches ist dein Volk? Ich bin ein Israelit und verehre Gott im Himmel. Ich laufe vor ihm davon. Und er hat dich gefunden. Jonas, was sollen wir tun? Was können wir gegen den Sturm tun? Werft mich über Bord! Ihr müsst euch selbst retten. Bitte, Kapitän! Wir haben keine Wahl! Wir müssen Jonas über Bord werfen! Sein Gott ist mächtiger als all unsere zusammen! Jonas, es tut mir leid. Wir haben getan, was wir konnten. Ich weiß, Kapitän. Es ist nicht eure Schuld. Ich habe Gott verärgert. Ich sollte bestraft werden und nicht ihr alle. Gott der Israeliten, es tut uns leid, dass wir Jonas ins Meer werfen müssen. Ich will's überleben. Armer Jonas. Möge dein Gott dir vergeben, Jonas. Jonas fand sich im Bauch eines Wals wieder. Nun war er wirklich allein. Gott, ich bereue, dass ich mich verstecken wollte. Hörst du mich, Gott? Jonas betete 3 Tage und 3 Nächte lang zu Gott. So dark inside this well, and I'm lost at the bottom of the sea. I was a fool to run from you. Now I know just what you want from me. In the belly of a whale, one day has gone by. I promise to be true.
to thank you, Lord. What offer can I make? Look in my heart. Jonas nicht mehr allein. Hallo, Jonas. Oh, Gott, ich bin so froh, dass du hier bei mir bist. Du hast versucht, dich vor mir zu verstecken. Oh ja, und ich weiß jetzt, dass das sehr, sehr falsch war. Jonas, du hast deine Lektion gelernt. Komm, wir wollen dich hier herausholen. Jonas, Ninive liegt hinter diesem Berg. Beeil dich und geh und erzähl ihnen von mir und meiner Liebe. Herr, jetzt bin ich bereit dafür. So ging Jonas nach Ninive. Und was er zu berichten hatte, war so wunderbar, dass alle Menschen ihm zuhörten, glaubten und sich sogar änderten. Gott sagt, wir sollen einander nicht bestehlen. Wir sind alle Brüder und Schwestern in dieser Welt. Würdest du deine eigene Familie bestehlen? Gott sagt, wir sollen die Schwachen nicht verletzen. Da wir alle Gottes Kinder sind, sollten wir einander beschützen. Kinder, halt! Gott sagt, wir sollen die Eltern ehren. Vergesst nicht, sie haben uns großgezogen und für uns gesorgt. Auch die Kinder änderten sich und sie sammelten sich um Jonas wie Schafe um ihren Hirten. Hey, Bauer! Gott sagt, wir haben alle viel zu tun und sollten hart arbeiten. Wir sollten ihm gut zuhören, denn er ist es, der uns diese wunderbare Welt gegeben hat. König der Niniviten, dies ist keine Art, ein Volk zu führen. Gott sagt uns, wir sollten einander versorgen. Ha! Warum sollte mich interessieren, was dein Gott will? Weil er jeden schlechten Menschen in dieser Stadt bestrafen wird. Ninive wird wie diese Traube sein. Bitte glaubt mir, König der Niniviten. Mich hat der einzige wahre Gott geschickt. Ihr habt nur ein paar Tage. Ich glaube dir, Jonas. Dann erfahrt seine Liebe und befolgt seine Gesetze, denn das will er. Jonas erklärte dem König alle Regeln Gottes. Mein Volk, Volk von Ninive, hört mich an. Eine ganze Woche lang werden wir fasten. 7 Tage lang wird niemand etwas essen. Und wir werden Lumpen tragen. Und indem wir dies tun, werden wir Jonas Gott unser Bedauern zeigen, dass wir so schlecht waren.
Nachdem Jonas den Niniviten von Gott und seinen Geboten berichtet hatte, änderten sie ihr Verhalten. Jonas verließ die Stadt. Er setzte sich auf einen Berg nahe Ninive, um die Bestrafung Gottes zu beobachten. Jonas, ich bin stolz auf dich. Die Niniviten haben sich geändert. Aber wirst du sie dennoch bestrafen? Ich werde niemanden bestrafen, Jonas. Aber Gott, sie sind so schlechte Menschen. Sollten sie nicht bestraft werden? Sie haben meine Stimme durch dich gehört, Jonas, und ihre Herzen geändert. Ich liebe sie wie die Israeliten, wie ich alle Menschen liebe. Davor hatte ich Angst. Ich habe die Feinde meines Volkes gerettet. Geh nach Hause, Jonas. Es wird gut werden. Nein, warte! Bitte Gott, ich bin verwirrter als je zuvor. Jonas wusste nicht, was er tun und wo er hingehen sollte. Er begann, in die Wüste zu laufen. Unglücklicherweise war die Wüste sehr heiß und Jonas hatte keine Nahrung. Ich bin so durstig, hungrig und müde. Hab Dank, Gott. Hab Dank für diese Pflanze und meine Rettung. Am nächsten Morgen war die Pflanze tot. Und Jonas bestürzt. Er war wütend, weil Gott einen Wurm die Pflanze hatte zerstören lassen. Jonas, warum bist du wütend? Du hast die wunderbare Pflanze sterben lassen, die mir Nahrung und Schutz gab. So wie du gestern meine Hoffnung zerstört hast, als du die Niniviten nicht bestraft hast. Du bist wütend, weil die Pflanze tot ist. Du hast dich mehr um diese Pflanze gesorgt als um die ganze Stadt Ninive. Aber du hast nichts getan, um sie am Leben zu halten. So? Was glaubst du, wie es mir ginge, wenn ich all die Menschen bestrafen würde? Dort sind Männer, Frauen und Kinder, die ich geschaffen und um die ich mich lange gesorgt habe. Sie kannten und liebten mich nicht, bis du kamst. Sollten sie mich jetzt nicht mehr kümmern? Doch, das sollten sie. Geh heim und berichte deinem Volk von Ninive und von der Pflanze. So ging Jonas nach Hause. Ich kann es kaum erwarten, meine Freunde zu sehen und mein Lieblingsessen zu essen. Von einem abgesehen. Es wird noch lange dauern, bevor ich wieder Fisch essen kann. Jonas' Freunde hießen ihn wieder willkommen und den Rest seines Lebens verbrachte er damit, über Gottes Gebote und besonders über Gottes Liebe zu lehren.